Hallo YouTube, herzlich willkommen zu einem neuen Video hier bei Gavatrons. Heute packen wir Luigi's Mansion 2 HD aus. Das Original ist ja damals für die Nintendo 3DS erschienen und meiner Meinung nach eines der schönsten Nintendo 3DS Spiele, was sich auch heute noch lohnt zu spielen. Ja, jetzt gibt es das Ganze in HD für die Nintendo Switch und das muss ich auch haben. Und ist ab 6 Jahren freigegeben und das packen wir zusammen aus. Hier haben wir der Luigi halt, ne, ist ab 6 Jahren wie gesagt freigegeben. So sieht die Seite aus. Und dann haben wir Luigi und einen Toad. Im Online-Spiel können bis zu 4 Spieler auf Geisterjagd gehen. Da muss man ja sagen, da hatte die Nintendo 3DS-Version meiner Meinung nach einen Vorteil, weil du konntest mit einer Karte das Spiel auch zu viert spielen. Hier muss jeder eine Nintendo Switch haben und jeder muss einen Mario Luigi's Mansion 2 HD haben, um das mit denen online spielen zu können, beziehungsweise muss auch noch Nintendo Online haben. Da gibt es noch einen Spieler in offenen Modus, in TV-Modus, Handheld-Modus natürlich und Dock-Modus. Pro-Controller wird unterstützt, Schreckensmomente. Software ist in Englisch, Deutsch, Französisch, Niederländisch, Russisch, Spanisch, Portugiesisch, Italienisch, Japanisch, Koreanisch und Chinesisch. Ja, und was wurde überarbeitet? Nicht nur die Charaktermodelle, sondern auch die Umgebungsgrafik, die Lichteffekte, die Steuerung, glaube ich, wurde ein bisschen überarbeitet, dass es ein bisschen schneller von der Hand geht, beinig. Anti-Aliasing, wie das heißt, wurde gemacht. Ja, und das Ganze sieht ganz schick aus, aber natürlich kommt es nicht auf den Level von Luigi's Mansion 3. Das ist nochmal eine Ecke schicker, aber für ein Remake oder Port sieht das doch ganz schick aus. Habt ihr euch das auch nochmal gekauft oder reicht euch die Nintendo 3DS-Fassung? Ich habe die natürlich auch noch in meiner Sammlung. Wollte ich jetzt auch in dem Video mit reinnehmen, habe ich vergessen. Aber es ist ein tolles Spiel und deswegen habe ich es mir auch gerne nochmal für diese Sammlung geholt. So, wenn ich heute alle drei Videos hochgeladen habe, habe ich drei Nintendo Switch-Spiele ausgepackt. Ich würde mich natürlich über jeden Kommentar und Like freuen, bei jedem Video. Ansonsten, wenn ihr noch keine Ahnung habt über dieses Spiel, aber Interesse habt, Trailer verlinke ich euch schon in der Videobeschreibung. Und wenn ihr es schon gespielt habt, könnt ihr mir ja gerne sagen, wie ist die Umsetzung gelungen? Hat es sich gelohnt oder eher nicht? Reicht die Nintendo 3DS-Fassung oder nicht? Seid ihr zufrieden? Habt ihr überhaupt den zweiten Teil von Nintendo 3DS gespielt? Schreibt es mir gerne in die Kommentare. Ansonsten war es das wieder von mir. Ich bedanke mich eure Zeit im Kommentar, da würde ich mich sehr freuen. Bis demnächst, euer Gavatrons. Ciao.